So. Ein Vögelchen gezwitschert, dass einer von Loghains Freunden einen Unfall hatte. Wirklich schrecklich. Vielleicht möchtet ihr einen Blick in die Truhe hinter mir werfen. Möglicherweise findet ihr dort ja etwas Interessantes. Ja, möglicherweise. Hier ist die Truhe, okay. So, was haben wir hier? Mordauftrag, Mordauftrag, Botschafter Quenli, Kaidan Fee Söldner. So. Journal. Der Krähen Söldnerjagd. Schriftsteller besagt, von Denrim gehen und nach einer Gruppe von Kunari-Söldnern suchen sollt. Mhm. Okay. So, was habe ich noch? Versetz bitte. Kantoren. Fremdenausgabe wurde abgesehen von Geld haben. Okay. Vermisste Krieger. So, keine Bestütz. Okay, so. Okay, Todesnachrichten. Okay. Gut geschmiert. Oh. Dafür sind die vermummten Kuriere da. Okay. Das hatte ich jetzt nicht bedacht. Okay, ist nichts zum Einsacken. Schade. Aber egal. So, Blackstone Fall. Wir sind euch äußerst dankbar für eure Bemühungen. Sehr schön. Derzeit sind keine Quests verfügbar. Schade. Gute Arbeit, wie ihr das Gesindel verjagt habt. Dankeschön, danke. So, dann geht es als nächstes, ich würde sagen, nach Orsama. Oder soll ich Al-Hau helfen? Wie hieß er? Der Onkel von Alistair. Aber mir ist der Name jetzt entfallen. Scheiße. Al. Günther? Frank? Friedrich? Maximilian? Irgendein alberner Name war das. Mir fällt der gerade nicht ein. Oh, mir liegt der auf der Zunge und ich weiß nicht, wo der ist. Wie der heißt. Ah, das ist doch für Bobbes Grab. Mein Kunde weiß eure Großzügigkeit zu schätzen. Okay. So, dann stufen wir mal Win auf. So, was brauchen wir denn? Ich denke ganz einfach mal, dass wir Win. Was kann die denn? Massenverjüngung. Benötigt, ach, so richtet Stromreiniger. Okay. Das sollte enorm verbessert werden. Ich tendiere, da wir nur ein Magier mitnehmen können, dazu Win mitzunehmen. Die kann wenigstens schon etwas heilen.
So, da würde ich sagen, dass wir auf urtümlich noch etwas gehen. Ja, und der Flammenschlag wäre nicht schlecht. So, denn... Ja, spielen. Habe ich noch irgendeine Skillung vergessen? So, ja. Das. Oder den Arkan-Schild. Nee. Das ist besser. So. Ja, dann würde ich sagen... Gehe ich mal wieder zurück ins Lager. Genau, da haben wir es doch. Das Kadam-Fee-Versteck. So, die greifen wir an. Nicht noch ein Angriff von der dunklen Brut oder sonst was. Das wäre jetzt total bescheuert. Zwei Angriffe hintereinander. Jep. Definitiv zwei Angriffe hintereinander. So. Zeigt mir die Richtung. Alistair? Wen greifst du an? Nee, du bist mal auf den Schalter da vorne. So. Zephyrin, du gehst auf den hier. Mal des Todes. Ja, Zephyrin, ich habe vergessen, die ganzen Heilsachen reinzupacken. Stimmt ja, da war ja was. Sorry, mein Fehler. So, wo bin ich jetzt hier? Da. So, Alistair. Win. Ja. Wie ihr meint. So. So, auf wen gehe ich denn da? Okay, das wird diesmal nicht passieren. Oder kommt es mir nur so vor? Sehr schön. Los geht's. Sag mal. Das gibt's doch nicht. So.
Wie ihr wünscht. Eigentlich wäre es besser, den kleineren zu machen, aber egal. Sehr schön. Unsere Fähigkeiten haben uns nicht im Stich gelassen. Das hat wohl getan. Ja und? Nächstes Mal muss ich vorsichtiger sein. Dann hat's halt eben wehgetan, Zephyrin. So, schwache Rundumschlag. Sehr schön. Wird erledigt. So, Leichnam eines Menschen. Ein Kurzbogen. Nice. Na? Kleiner metallener Rundschild. Ein Hurlock mit ein Langschwert der dunklen Brut aus Stahl. Geld. Einen schwachen Wundumschlag. Zephyrin. Kannst du? Achso, geht nicht. Alles klar. Hätte er sein können. Das wird nicht lang so, dauern. Eine Elfenwurzel. Wird 7 erledigt. Silber, 8 Kupfer. 5,55. Ja, ich hasse diese unsichtbaren Wände. So, eine Todeswurzel. Okay, hier waren ja überhaupt keine drei Todeswurzeln gerade in dem Gebiet. Konzentriertes Schlangengift und Langbogen der dunklen Brut. Yay. Ich freue mich. Eine Elfenwurzel. Und weiter geht's. What the fuck? Ich bin hingefallen. Einen Augenblick lang dachte ich, dass jetzt alles vorbei ist. Der Kampf ist beendet, nein, falls ihr das meint. Ich dachte, mit mir wär's vorbei. Ich erkläre euch alles, wenn wir zurück im Lager sind. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Okay. Das war aber gerade sehr komisch. So. Speichern. Und mal schauen, ob hier Kunari rumstrunzen. Ja. Kadan Fee-Söldner. Das wird nicht lang dauern. Wo soll ich zuschlagen? Ja, sofort. Ja. Ich habe keine Ahnung, auf wen ich jetzt hier gerade eindresch. Irgendein der Söldner jedenfalls. So. Geh dich vor. So. Nein, du solltest den Wundumschlag nehmen. Sehr schön. So. Oh.
Zephyr, wo bist du? Da. Sehr schön. So, denn wieder den Zweifach-Waffenstreich. Unter der Gürtellinie. Momentum. Beim Erbauer! Gut, los geht's! Sie hätten lieber wegrennen sollen. War's das? Ernsthaft? Das war's? Ich hab mir von dem Kampf etwas mehr erwartet. So, ein Weißholzbogen aus Weißholz. Ja, woraus soll der denn sonst sein? Schwarzholz? Ja, und die Fähigkeit ist unzureichend. Scheiße. Ist ja auch egal. So. Mal schauen, was Wynn zu sagen hat zu der Aktion von ihr eben. Ich habe Mutters Zauberbuch weil studiert. Ich glaube, das... Wollt ihr wissen, was ich gefunden habe? Es ist nicht, was habt ihr gefunden? Was ich erwartet hatte. Ich hatte auf eine Sammlung ihrer Zauber gehofft, ein Abbild ihrer Macht. Aber so ist es nicht. Aber ihr wirkt beunruhigt. Ja, vielleicht ist das das richtige Wort. Vor allem eines in ihren Aufzeichnungen beunruhigt mich wirklich. Hier erläutert Flemeth in allen Einzelheiten, wie sie es geschafft hat, die Jahrhunderte zu überdauern. Ja, und wie hat sie das geschafft? Vielleicht ein Unsterblichkeitszauber? Wenn es doch nur so wäre. Flemeth hat in ihrem langen Leben viele Töchter aufgezogen. Auch in den Legenden der Chasend ist von zahlreichen Hexen der Wildnis die Rede. Ich habe nie eine davon gesehen und habe mich immer gefragt, warum nicht. Jetzt weiß ich es. Wenn ihr Körper alt und schrumpelig wird, zieht sie eine Tochter auf. Und wenn die Zeit reif ist, übernimmt sie den Körper dieser Tochter. Okay. Seid Absolut. Ihr euch dessen wirklich sicher? Genau das wird in dem Buch beschrieben. Flemeth Töchter, ihre Vorbereitung, ihre Ausbildung. Ich erkenne das alles wieder. Ich soll der nächste Wirtskörper sein. Das ist mein Zweck. Ist Flemeth Welch jetzt unsterblich dämonischer oder Funke nicht? Funke auch immer sie zu dem gemacht hat, was sie ist. Sorgt dafür, dass sie nicht an Altersschwäche stirbt. Aber ihr Körper altert. Irgendwann verliert sie die Kontrolle und kann sich nicht mehr bewegen. Darum braucht sie einen neuen Körper, einen frischen Körper, damit der Zyklus wieder von vorne beginnen kann. Kann das jeder Körper sein oder gibt nur eine Tochter? Ich bin nicht sicher. Laut ihren Aufzeichnungen sind manche Wirtskörper besser als andere. Der Übertritt erfolgt umso reibungsloser, je besser der Wirt darauf vorbereitet ist. Es tut mir leid. Mich hat das alles völlig überrascht. Ich hätte doch eine Vermutung haben müssen, eine Vorahnung. Niemand glaubt so etwas von der eigenen Mutter. Sie ist keine fürsorgliche Mutter. Sie ist eine Abscheulichkeit und eine Zauberin. Und ich hätte zumindest irgendetwas vermuten können. Warum riskiert sie es denn, euch mit mir wegzuschicken? Vielleicht ist es so, wie sie sagte. Die dunkle Brut bedroht sie ebenso wie alle anderen. Oder sie glaubt, die Reise würde mich mächtiger machen. In dem Buch steht, wenn der Wirtskörper bereits mächtig und in Magie ausgebildet ist, kann Flemeth ihn viel schneller übernehmen.
Sie würde also eine neue Tochter großziehen. Nicht auf natürlichen Wege. Vielleicht sollte ich das als Vertrauensbeweis ihrerseits für meine Fähigkeiten werten. Oder sie wollte mich aus der Korkari-Wildnis entfernen, damit sie in Ruhe ihr Ritual vorbereiten kann. Ein beunruhigender Gedanke. Ich verstehe nicht recht, was sie damit sagen wollt. Sie war einst eine Magierin, noch bevor es den Zirkel der Magie gab. Und ihre Zauberkraft war die gleiche wie die aller damaligen Schamanen. Sie war nichts Besonderes. Sie beschwor einen Dämon, ließ ihn Teil von sich werden und wurde zu einer Abscheulichkeit. Sie wurde stärker. Ob Flemeth der Dämon ist, ihn nur beherrscht oder ob sie verschmolzen sind, das weiß ich wirklich nicht. Wie dem auch sei, jedenfalls altert ihr Körper und sie kann ihn nicht ewig am Leben erhalten. Darum braucht sie neue Körper. Und ich soll ihr nächster Körper werden. Der bislang letzte einer langen Reihe. Um was wollte Dagegen unternehmen? Es gibt darauf nur eine mögliche Antwort. Flemeth muss sterben. Ich warte nicht wie ein leerer Sack darauf gefüllt zu werden. Flemeth muss erschlagen werden und dazu brauche ich eure Hilfe. Nun gut, ich helfe Dann euch, müsst wenn ihr ich zu kann. Flemeths Hütte in die Korkari-Wildnis zurückgehen. Ohne mich. Wenn ich bei ihrem Tod zugegen bin, könnte es sein, dass sie meinen Körper umgehend in Besitz nehmen kann. Daher muss ich im Lager bleiben. Stellt sie und erschlagt sie rasch. Ich bezweifle zwar, dass sie dann wirklich tot ist, aber es wird Jahre dauern, bis sie einen neuen Wirtskörper findet und ihre Macht wiedererlangt. Wenn überhaupt. Ich brauche ihr echtes Zauberbuch. Damit kann ich mich in Zukunft vor ihr schützen. Alles andere in der Hütte gehört euch. Okay. Gibt es dafür eine zeitliche Vorgabe? Nicht wirklich. Aber je früher, desto besser, würde ich sagen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Je früher das erledigt wird, desto früher kann ich wieder ruhig schlafen. Alles klar. So. Alistair, Liliana, Wynn, Morgan. So. Wie ist ihr Zuneigungsgrad? Plus 8 Bewunderung. So, dann würde ich sagen... Genau. So. Weiter. So, das. Todesmagie. Das kennen wir schon von... Wie hieß er noch? Von Joan. Der hatte ja das gerade so... Und nachdem wir mit Wynn gesprochen haben, oder nee, mit Wynn sprechen wir im nächsten Part. Jetzt habe ich ja lang genug aufgenommen. Ich werde mich noch kurz aufleveln. Achso, das muss auch noch gemacht werden. So. Und so viel in Stärke. So. Denn... Ein weiteres Taktikfeld und ein weiterer Angriff. Kritischer Schlag spielen. So, nach diesem Aufleveln bedanke ich mich fürs Zuschauen und